Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich bin wieder zurück. Ich war spontan in Köln. Haben wahrscheinlich auch die ein oder anderen mitbekommen, die mir auf Instagram folgen. Ich bin ein bisschen am Arsch, beziehungsweise ich bin jetzt auch schon wieder zurück. Heute ist Sonntag. Am Freitag sind wir losgefahren. Ich habe keine Ahnung, warum ich eigentlich eine Mütze auf habe. Ich wollte jetzt nochmal kurz das Intro drehen, beziehungsweise euch noch kurz mitteilen, was alles so geschehen ist. Ihr müsst auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn es gibt eine kleine Story, die ich euch erzählen muss, die absolut krank ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin spontan am Freitag um 5 in der Früh nach Köln gefahren. Der größte Grund, warum ich nach Köln gefahren bin, war einfach, ich wollte unbedingt in den Club Bootshaus gehen. Der wurde ja, glaube ich, zum 8. besten Club der Welt oder 3. besten Club Deutschlands gekürt oder gewählt. Da habe ich mir gedacht, komm, schaust du mal Köln an, schaust du mal einen Kölner Dom an und gönnst du dir mal den Club. Wie gesagt, zum Club selber werde ich am Ende des Videos noch was erzählen, denn es ist leider nicht so planmäßig gelaufen, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind Freitag losgefahren in der Früh. Gute 6 Stunden, sind dann angekommen, hatten ein paar Probleme mit der Übernachtung. Das war ja alles spontan. Ich habe auch keine Unterkunft gebucht, sondern ich wollte das alles vorab, also in Köln direkt, buchen. Das Problem war nur, es war Weihnachtszeit und es war schon alles ausgebucht und die Preise, die waren absolut krank. Die Frau von der Info hat dann gesagt, ja, ich hätte da noch was, wo 2 Zimmer bzw. 1 Zimmer frei ist. Für 2 Personen. Kostet halt schlappe 400 Euro für 2 Nächte. Da habe ich gesagt, nee, sehe ich nicht ein. Dann hat sie uns einen Vorschlag gemacht, sie könnte uns ein Zimmer besorgen, wo wir uns aber mit 4 anderen Personen teilen müssten. Das ging dann hin und her und ich habe weitergesucht und dann habe ich was im Internet gefunden. Das haben wir dann gebucht. Das werdet ihr jetzt gleich im Video sehen. Da habe ich eine kleine Roomtour für euch abgefilmt. Dann wollte ich eigentlich noch viel mehr Aufnahmen in der Stadt machen. Das Problem war nur, ich habe zwar die Kamera mitgenommen, aber es war so viel los und es war ja auch noch Black Friday. Es waren überall Angebote in jedem Geschäft. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute in dieser Einkaufspassage rumgelaufen sind. Also ich hatte einfach keine Möglichkeit, irgendwas zu filmen. Ich habe, wie gesagt, jetzt die Autofahrt für euch gefilmt. Eine kleine Roomtour, die müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Der Preis war echt richtig gut. 140 Euro für 2 Nächte. War ein bisschen abseits von Köln, so 20 Minuten. Ich würde jetzt sagen, ihr schaut jetzt einfach das Video weiter. Ich melde mich am Schluss nochmal, weil da geht es um den Club Bootshaus, wo ich eigentlich hin wollte, beziehungsweise wo wir auch dort waren. Aber da ist was Kleines passiert und das erzähle ich euch am Ende des Videos. Deswegen gerne dranbleiben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich melde mich später. Bis dann. Knattern lassen. Was kostet der Spaß eigentlich? Geld. Geld. Da vorne. 1,47, Alter. Das ist ziemlich ab.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Alex, habt ihr schon gesehen, wir sind spontan nach Köln gefahren und haben jetzt hier eine kleine Unterkunft gefunden. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Roomtour, bevor wir in die Stadt gehen, denn heute gehen wir ein bisschen shoppen. Am Abend werden wir noch ein bisschen Party machen im Bootshaus. Das war eigentlich so der Grund, warum wir nach Köln fahren. Wir haben spontan jetzt dieses Zimmer noch bekommen. Es war echt eigentlich ziemlich schwierig, noch eine Übernachtung irgendwo oder beziehungsweise, dass irgendwo noch was frei ist. Haben jetzt 140 Euro für zwei Nächte bezahlt und ich würde sagen, wir starten mit der Roomtour. Let's go! So Leute, also hier Haustür, man kommt rein, sogar mit Zahlenschloss. Aber die Tür, das billigste vom billigsten. Also hier kommt man rein, gleich die erste Tür. Die Toilette, muss man echt sagen, ist eigentlich ziemlich geil. Schlicht gehalten. Sogar ein Föhn ist hier am Start. Zweimal Handtücher, ja, so eine chillige Dusche. Regendusche oder so ist das sogar. Kommt ungefähr überhaupt kein Wasser raus. Genau, und dann kommt man hier wieder raus. Hier schön Wäscheständer. Hier unsere zwei Betten. Apropos Betten, Leute, das ist wirklich der größte Witz. Ihr müsst euch einfach so vorstellen, ihr legt euch ins Bett oder ihr legt euch einfach auf einen Stein und genau so sind diese Matratzen auch. Also das ist echt Katastrophe. Hier, das ist ungefähr so bombenharte, zumindest ein weiches Kopfkissen. Aber ich sag mal, für zwei Tage ist es voll in Ordnung. Und dass wir so spontan noch ein Zimmer bekommen haben, beziehungsweise dass wir irgendwo pennen können, ist es eigentlich vollkommen okay. Hier haben wir noch so einen kleinen Tisch. Und hier sieht schon, es ist immer so viel Müll, wenn wir hier sind. Genau, dann hier haben wir einen Flachbildschirm sogar. Dann hier der Alex. hier haben wir so, ich weiß nicht, warum man hier Stühle hat. Und was sind das für hässliche Stühle? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier haben wir noch so einen kleinen Schrank. Und hier Luxus pur, Leute. Hier sogar der Balkon. Beziehungsweise wir haben sogar einen eigenen Balkon. Und die Sonne scheint in Köln. Besser geht's nicht. Hier Kaffee noch am Start. Zwei Stühle. Hier links sind zwar Nachbarn. Und rechts, aber den haben wir noch nie gesehen. Ach ja, und was ich vergessen habe, natürlich. Wir haben sogar eine eigene Küche. Also das ist ja eigentlich hier so ein Apartment und das finde ich so geil. Und wie gesagt, wir sind am Freitag losgefahren, haben nichts gebucht und dann haben wir gerade noch das letzte Zimmer bekommen. Ist zwar ein bisschen außerhalb von Köln, also ungefähr 30 Minuten mit dem Zug, aber geht voll klar. Wir haben uns mal informieren lassen an der Infozentrale. Die wollten, was haben die gesagt, über 300 Euro. 350 Euro für zwei Nächte in einem Hostel, wo übelst abgeranzt ist. Dann hat sie uns einen Vorschlag gegeben, dass wir uns noch mit vier anderen Personen ein Zimmer teilen. Also, nee, geht überhaupt nicht. Deswegen hier jetzt, wir sind echt glücklich, dass wir dieses Zimmer bekommen haben. War auch das letzte Zimmer. WLAN ist dabei, obwohl hier habe ich WLAN, gehe ich auf den Balkon, habe ich kein WLAN, keine Ahnung, was das für ein Scheiß ist. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt fertig. Wir gehen jetzt in die Stadt ein bisschen shoppen und dann würde ich sagen, ich nehme euch ein bisschen mit. Und E-Scooter werden wir auch noch fahren. Das erste Mal E-Scooter. App ist auch schon runtergeladen. Welche haben wir genommen? Die von Lime, gell? Wie gesagt, ich bin noch nie E-Scooter gefahren. Wird auf jeden Fall richtig funny. Ich würde sagen, wir gehen los. Let's go! Oder schau mal, was 24 kostet? 11,10 Euro. So, könnt ihr für 24 Stunden abkaufen. Sollen wir das machen? Jetzt machen wir halt die nächste. Thank you.
Let's go! So Freunde, wir sind jetzt mittlerweile wieder im Apartment angekommen. Ich konnte jetzt leider nicht so viel filmen, weil es in der Stadt ungefähr so krass zuging. Wir haben uns jetzt noch was zum Essen geholt, weil für uns geht es ja später noch auf die Party. Und wir fahren dann direkt vom Club nach Hause. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen eingekauft. Hier schön Oliven, eingelegte Paprika. Tzatziki. Tzatziki, bisschen Brot. Für die Fahrt dann. Ich melde mich dann nochmal bei euch, wenn ich zu Hause bin und im Studio bin. Und genau, wir essen jetzt noch, fahren dann noch in den Club. Ich mache noch ein paar Handyaufnahmen und dann, genau, melde ich mich nochmal bei euch. Bis dann. So Freunde, hier bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, es waren jetzt leider nicht so viele Aufnahmen. Ich wollte eigentlich viel mehr filmen. Wir sind sogar E-Scooter gefahren. Was so geil ist, das war das erste Mal, wo ich mir so einen E-Scooter gemietet habe. Auf jeden Fall echt zu empfehlen. Ist zwar ein bisschen teuer gewesen, ich glaube, wir sind knapp 5 Minuten mit dem E-Scooter gefahren und haben 2,50 Euro bezahlt. Und der Akku war innerhalb von den 5 Minuten, wo wir gefahren sind, einfach komplett leer. Keine Ahnung warum, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und jetzt wollte ich euch noch kurz erzählen, was denn passiert ist im Bootshaus. Ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Auf jeden Fall, Freitag sind wir angekommen. Freitag haben wir ein Chilligen gemacht, haben gesagt, gut, gehen wir Weihnachtsmarkt und so weiter. Samstag ein bisschen shoppen, habt ihr wahrscheinlich ein bisschen was gesehen jetzt. Und am Samstagabend haben wir uns dazu entschlossen, weil am Sonntag sind wir wieder heimgefahren, haben wir uns entschlossen, dass wir noch in den Club gehen, weil ich wollte unbedingt ins Bootshaus, weil alle gesagt haben, mega geil, ihr müsst da rein, du musst dir das mal anschauen. Und der ist ja nicht ohne Grund der drittbeste Club Deutschlands gewählt worden. Ich wollte mich selbst überzeugen lassen. Das Problem war nur, wir sind hingefahren, Samstag um, ich glaube, 23 Uhr oder sowas, haben das Auto ganz normal geparkt und haben wir gesehen so, oh shit, die Schlange ist ganz schön lang. Aber ich dachte mir so, komm, jetzt stellen wir uns an, wir sind jetzt nur einmal in Köln und ich habe mir vorgenommen, in den Club zu gehen, weil ich will das unbedingt mal erleben, beziehungsweise mal wissen, wie es da drin aussieht. Und genau, wir haben uns dann angestellt und so weiter. Dann ging nichts vorwärts, dann war es schon 23.30 Uhr oder so, hat mich aber auch noch nicht gestört, außer dass es ein bisschen zapfig draußen war. Und dann, Leute, haltet euch fest, das war, oh, ich könnte mich so aufregen. Wir haben uns angestellt, haben gewartet und auf jeden Fall habe ich dann so gesehen, so, ja, warum sind eigentlich hier nur Männer? Weil normalerweise ist es doch normal, dass Männer und Frauen in den Club gehen, aber am Samstag, also da, wo wir dort waren, waren irgendwie nur Männer. So, ich habe mir dabei nichts gedacht, habe gedacht, so gut, dann warten wir jetzt einfach mal weiter und gehen dann rein. Und dann habe ich festgestellt, dass immer mehr Männer kommen und noch mehr Männer und keine Frauen. Dann habe ich einen Alex, also mit dem ich unterwegs war, habe ich mal gefragt, weißt du, was da heute ist? Im Internet stand auch nichts von irgendwelcher Veranstaltung, also die haben halt nichts reingeschrieben und ich dachte mir dabei auch nichts. Ich dachte halt einfach, das ist vielleicht eine normale Veranstaltung und ja, dann kamen halt, wie gesagt, immer mehr Männer, noch mehr Männer und noch mehr Männer. Und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass genau an diesem Samstag, genau dann, wenn ich in Köln bin, irgendwie ein Schwulenabend, also eine Schwulenparty ist. Nichts gegen Schwule, um Gottes Willen, aber ich kam mir da ein bisschen fehl am Platz vor, hab dann sofort die Flucht ergriffen und haben Alex gefragt, so, hey, Alex, fällt dir das auch gerade auf, dass hier nur Männer kommen und alle so komisch gekleidet sind? Alex und ich haben uns dann entschlossen, einfach in der Nacht schon wieder nach Hause zu fahren. Und ja, ich war in Köln, war nicht im Club. Ich bin aber zum Eingang gelaufen und kann zumindest sagen, ich stand vor dem Club. Ich bin aber mega enttäuscht, beziehungsweise ich war mega sauer,
dass es keine normale Veranstaltung war, also gemischt Männer und Frauen, sondern nur Männer. Und ja, wir sind dann um 12 oder um kurz nach 12 nach Hause gefahren, waren dann um 6 in der Früh daheim. Ja, ich bin immer noch zwider, dass ich den Club nicht gesehen habe. Ich habe halt nur gehört, dass der Eintritt auch ziemlich teuer ist. Ich glaube, an die 20 Euro zahlt man da Eintritt. Und eigentlich hätten wir am Freitagabend gehen können. Da war eine Veranstaltung, aber ich kannte diese DJs nicht. Und das war irgendwie so eine Art Liveband oder sowas. Und ich wollte ja einfach mal das DJ-Feeling mir reinziehen und mal anschauen, wie es da drin überhaupt aussieht. Deswegen haben wir gesagt, komm, gehen wir Samstag rein und fahren dann direkt nach dem Feiern, natürlich ohne Alkohol, direkt nach dem Feiern nach Hause. Ja, wurde nix. Ich bin echt enttäuscht, dass ich jetzt den Club nicht gesehen habe. Das war meine Story dazu, Leute. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht gibt es ja Zuschauer von mir, die waren schon im Bootshaus und können mir ihre Erfahrungen mitteilen. Ich wäre echt gerne reingegangen, aber wenn da nur ja, Männer sind, habe ich keine Lust. Ihr könnt mir eure Meinung mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Video trotzdem gefallen hat. Wenn ja, gerne Daumen nach oben, Freunde. Und nochmal vielen Dank für den ganzen Support, obwohl ich jetzt letzte Woche bzw. die Woche ziemlich wenig von mir hochgeladen habe. Aber ihr habt mich trotzdem weiter supportet. Die Abos-Zahlen steigen täglich und täglich und täglich. Finde ich einfach nur geil und so merke ich einfach, ihr habt's Bock, ich mach weiter, ihr schaut meine Videos weiter, ich melde mich jetzt ab, ich muss jetzt echt pennen gehen, ich muss morgen wieder antreten in der Arbeit, deswegen Leute, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video, da wird's auf jeden Fall wieder chillige Vlogs geben hier aus dem Studio, ich melde mich jetzt ab, Freunde, ich gehe jetzt pennen, wir sehen uns zum nächsten Video, haut rein und ciao! Geil!